Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir haben jetzt eine feste Aufgabe, beziehungsweise zwei feste Aufgaben. Einmal das Amulett des Totenbeschwörers und einmal den Blutwurmhelm zu organisieren, zu finden. Und dafür müssen wir an zwei verschiedene Orte. Ich höre euch zu, Bürger. Das eine befindet sich hier hinten, Festung Ontus. Und der nächste befindet sich Jein, okay. Keine Ahnung, wo das ist. Aber wir bewegen uns erstmal nach Ontus und holen uns mal. Ich glaube, das erste wäre der das Amulett dort. Ich hoffe, das Spiel wird nicht abschmieren. Hatten wir heute schon genug, 5 oder 6 Mal ist mir das Spiel schon abgeschmiert. Das ist für mich eine Tortur. Sollte ich jemals Oblivion oder die kompletten Elder Scrolls Titel jemals noch in meinem Stream spielen, dann werde ich das definitiv alles versuchen zu patchen und so. Sprecht. Aber an sich so, glaube ich, werde ich das erste Mal noch so durchziehen. Es sei denn, das Spiel wird für mich unspielbar. So dass es immer wieder dingt. Dann werde ich das sofort irgendwie versuchen zu patchen. Dum, dum, dum. Ich glaube, wir müssen querfeld ein. Ich glaube, also es gibt keinen direkten Weg dahin, keine direkte Straße. Das finde ich aber auch ein bisschen doof, dass es keine direkte Straße gibt. Dass es halt nur die Hauptstraßen hier gibt. Und wenn, dann gibt es sehr wenige Nebenstraßen, Nebenwege und so weiter, die halt nicht auf der Karte markiert sind. Was ich auch irgendwie ein bisschen doof finde, dass das nicht auf der Karte da ist, zu sehen ist. Ich glaube, hier gibt es keinen Nierenwurz. Ich glaube, hier, wenn hier eins gäbe, haben wir den wahrscheinlich schon. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Hier hätten wir wieder einen Weg. So eine kleine Straße. Die ist aber auf der Karte halt nicht markiert. So. Die haben wir schon mal erledigt. Ich
Ich mag Umbra. Umbra ist ein richtig schönes Schwert. Ich hoffe, in der Anniversary Edition kriegt man ja auch wieder Umbra. Dass ich das nicht extra aus dem Creations Club da kaufen muss. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Na, Finsel gefunden. Hier vorne ist gleich wieder so eine Festung. Die... Oh nein. Ich liebe doch Bären hier in dem Spiel. Mist! Mist, Mist! Okay, Umbra ist nicht mehr geladen. Alter, wie schön schwarz der dann ist, wenn er keine Magie jetzt hat. Aber eins steht fest, den nächsten schwarzen Seelenstein, den wir finden, den werden wir nicht verbrauchen. Davon kommt ein Löwe. Eine Löwin. Löwe. Und noch ein Wolf. Dann haben wir noch eine Höhle. Ich glaube, wir gehen mal in Richtung Höhle erstmal. Und da kommen wir einfacher da hoch, glaube ich. Noch ein Löwe. Einmal speichern. Okay, wie weit müssen wir die Berge hier hoch? Ach da! Übertreibt nicht. Der hätte weiterleben können. Hätte mich nicht angegriffen. Okay, hier hat man auch keine Ruhe. Was ist hier und wo? Okay, die Festung ist schon gleich da. Müssen wir noch weiter nach oben, oder?
Nee, müssen wir nicht. Was ist das denn? Mandrake. Hier ist irgendwo irgendwas, das mich wieder angreifen will. Wahrscheinlich drinne. Festung Ontos entdeckt. Und jetzt fallt um und verblutet. Er war das. So, das nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Apropos Hammer. Den benutzen wir jetzt mal. So, wie sieht's aus mit meinen Fertigkeiten? Locken bei 59, Schwertrüstung bei 90. Schwertrüstung haben wir auch bald fertig. So, Wiederherstellung bei 87. Waffenschmied schon bei 58, das ist schon mal nice. Athletik auch bei 59. Akrobatik bei 62. Ich gehe erstmal nach oben und gucke mal, was da gibt's. Jo, ich habe Festung Ontos erreicht. Ich muss Karanja finden und von ihr das Amulett des Todbeschwörers bekommen. Skelett beschwören. Okay, dann gehen wir mal rein. Ein Schützenneuling verliert. Okay, wo auch immer mein Verehrer ist, keine Ahnung. Magier? Wenn ihr uns helfen möchtet, solltet ihr mit Karanja reden. Sie sagt euch, was wir brauchen. Okay, wo finde ich Karanja? Kann ich hier auch einfach durch, ohne angegriffen zu werden? Wenn ihr uns helfen möchtet, solltet ihr mit Karanja reden. Sie sagt euch, was wir brauchen. Okay, Krankheitsheilung. Können wir immer gebrauchen. Ich würde vielleicht... Nein, hier nicht. Nein, das wollte ich nicht. Fackel... Da. Mal einen benutzen. Was tut ihr hier? Nun, Karanja wird mit euch reden wollen. Ihr solltet zu ihr gehen. Okay, für der Weg nach zu Karanja? Nein. Guten Abend. Guten Abend. Wie komme ich jetzt zu Karanja? Hier hinten gab es doch auch noch irgendwo hier eine Abzweigung.
Ja? Stein. Das ist ein Steinbecher? Eine Meister-Retorte? Ich glaube, das ist es schon. Ne, warte. Gruß euch. Gibt es da einen anderen Weg hin? Bevor ich das da aufschließe. Wird anderswo geöffnet. Nochmal Krankheitsheilung, nice. Können wir gerne vieles gebrauchen. So, Karanje? Karanja. Gibt's hier. $500, die nehme ich. Karanja. Schau einer an. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich dachte immer, ihr wäret der Laufbursche von Traven, der alles tut, was ihm gesagt wird. Und doch seid ihr jetzt hier. Gut, dass ihr euch endlich emanzipiert habt. Eure Hilfe wird unserer Sache viel nützen. Wegen des Totenbeschwörer-Amulett. Was? Ihr seid gekommen, um es zu Traven zurückzubringen? Du meine Güte. Ich fürchte, ihr habt euch verrechnet. Ich bin Traven keine Rechenschaft schuldig. Ich folge nur den Anordnungen Manny Markus. Wenn er das Amulett besitzt, wird seine Macht zunehmen und es wird Trave nicht gelingen, sich ihm in den Weg zu stellen. Ihr dagegen werdet bald überhaupt nicht mehr stehen, fürchte ich. Ich verspreche euch, dass ich es kurz machen werde. Ich möchte, dass ihr weitgehend intakt bleibt, damit Manny Marco euch das Mark aus den Knochen saugen kann. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Was, wenn ich jetzt meine Fackel wegmache? Die muss aber kurz weg. Soll ich jetzt etwas... Soll ich jetzt etwas... Totenbeschwörer-Amulett. Das ist doch genau das gleiche wie aus Skyrim, der... Karelia verriet die Magiergilde und beabsichtigte, das Amulett dem König der Würmer zu bringen. Ich muss aus Festung Ontos entkommen und das Amulett in die geheime Universität zurückbringen. Das ist das aus Skyrim. Den kenne ich. Ey, mein Verehrer. Ich speichere einmal. Der tut mir echt leid. Der Arme. Also das sind alles Verräter hier. Alle, die hier sind. Da ging es irgendwie irgendwo noch weiter, kann das sein? Da ging es noch weiter. Komm schon. Gibt's für hier irgendwie da einen Hebel? Ich töte lieber all die ganzen Verräter. Schlüssel.
einmal kurz speichern. Noch ein Schlüssel. Ebenholzdolch. Lassen wir. Getaucht seid, war der noch ein Schlüssel? Ich weiß, es ist eigentlich unnötig, dass ich immer wieder die gleichen Schlüssel mitnehme, aber ich habe keine Argumente. Was ist das? Oh, So, was ist das da? Ich möchte an den Dolch. Das ist ein dädrischer Dolch. Dädrischer Dolch. Glasdolch, noch ein Schlüssel. Großer Seelenstein, nice. So, mit den Schlüsseln kann ich jetzt aber auf alles hier aufmachen, ne? Ich werde dein Gold und deine Fackel in Ehren nutzen, ja? Noch ein Ebenholzdolch. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ihr werdet mich. Dass ich die Schlüssel alle mitnehme. Jeder hat von denen einen Schlüssel. Muss der Wind gewesen sein. Ja, es war der Wind. Hey. So. Mal gucken, gibt es da noch welche? Ich will die alle ausschalten. Alle Verräter. Wer ist da? So. Find's krass, wie schwach die eigentlich jetzt gerade sind. Wie schnell wir die jetzt besiegen können. Hier ist keiner. Okay, jetzt über die Brücke nochmal. Aber ich finde es krass, dass dieses Amulett, was im Windhelm auftaucht, hier vorkam. So, Glasdolch. Ich merke schon, ich glaube, das wird einige Leute triggern. Wie ich hier einfach jeden Schlüssel mitnehme. Auch wenn es tausendmal der gleiche ist. Karania verriet die Magie. Ja. Okay, Stil ist es jetzt dahin zurück. Ich mache schnell Reise. So.
Der hat hier eine Nierenwurz. Hannibal? Habt ihr den Blutwurmhelm oder das Amulett des Totenbeschwörers geborgen? Ich hab den Amulett. Karanja hat sich gegen die Gilde gestellt? Ja. Das verstehe ich nicht. Sie war einer meiner vertrautesten Ratgeber. Wie es scheint, wird die Lage mit jedem Tag schrecklicher. Wohin dies alles führen mag, macht mir Angst. Das Amulett ist jedoch in Sicherheit. Und das muss vorerst genügen. Ich danke euch dafür, dass ihr es zurückgebracht habt. Okay, welche... Ah, okay, den hatte ich auch schon aktiv. Wo muss ich dafür hin? Festung Telemann. Da hinten. Ihr habt diesen Ort noch nicht gefunden. Okay, fährst du Mine? Herberge zum betrunkenen Drachen. Seid gegrüßt, Zauberer. Das ist der Ausgang. So, dann würde ich jetzt zur Herberge schnell reisen. So, automatisch speichern. Okay, was auch immer mich jetzt angreifen will. Immer diese Schlammkrabben. Die Schlammkrabben legen sich aber auch mit allem an. Okay, das war heftig. Der hat schon viel Leben gefressen gerade. Magie reicht wieder nicht aus. Einmal kurz was kontrollieren. Ja. Dunkelforst. Ist das hier schon Telemann? Telemann, ja. Hier gibt es auch noch eine Nierenwurz. Hier gab es einfach eine Nierenwurz. Okay, nice. Ist da oben auch noch was? So, drei Stück. Brauchen wir nicht. Nutzen wir nicht. Speichern und rein. Ich bin bei Festung Telemann angekommen. Ich muss Irlaf Jarol finden, der den Blutwurmhelm haben sollte. Oh, ich sollte wohl besser weniger trinken. Ich sehe schon Gespenster. Moment. Totenbeschwörer. Was machen Totenbeschwörer jetzt schon hier? Jägermokassens? Ihr seid hier auch nicht geduldet. Wo liegt die da?
Arctic Touch of Tome. Müsste ich mal lesen. Ja. So, dann kann das jetzt wieder weg. Shadow haben wir ja auch. Das kann auch weg. Ich habe die Befürchtung, eben heute Streit ab. Statt Kolben. Ich habe die Befürchtung, unser Freund ist tot. So. Trank des Lichts. Ich würde den gleich benutzen wollen. Trank des Lichts da. Gibt's noch was? Nochmal so ein Ebenholz-Streitkolben. Die nehmen wir mit. Superior Convalescence Tone. Ich höre da. Was machen die Viecher hier? Warte. Jetzt würde ich vielleicht doch. Komm. Wieso sind Detra hier? Detra Seite, Detra Venim. Großer Seelenstein. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Hier lang? Hier geblieben. So. Alter! Einfach mal von zwei der Drops überrannt. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, was unsere Freunde angeht. Bewacht. Ein Xibilei. Alter, was? Ein bewaffneter Xibilei. Mit einem D3-Herz. Irlaf ist schon mal tot. Der Blutwurmhelm. Gewand des Weißmagiers. Golddurchwirkte Schuhe. Ich habe den Blutwurmhelm erlangt. Ich muss ihn sofort zum Erzmagier Traven bringen. Ja, das war's mit dem Licht.
Aber war irgendwie klar, dass ich zu spät kommen würde, um ihn zu retten? Das Gefühl war schon da. So, hier gab es ja noch einen Weg. Da. Oder kamen wir von da? Ja, von da kamen wir. Wo führt das hier hin? Alter, willst du mich verarschen? Weinschienen der Sonne? Ist ordentlich was wert. So, dann sind hier jetzt alle erledigt. So, gibt's hier... Oh, warte mal. Vielleicht einmal vorsichtshalber speichern. Hier gibt es noch eine Nierenwurz. So, wie viele gibt es denn noch? Da gibt es noch eine. Wie viele gibt es hier noch? Wie viele haben wir denn schon? 19. 11 Stück fehlen uns noch. Jetzt gleich 10. Ich habe hier gerade noch eins gehört. Oder nicht? Hier ist noch eins. Okay, das hier ist definitiv ein Segen, was Nierenwurz angeht. Der Platz. Wir haben schon 4 Stück alleine hier gefunden. Da vorne ist noch ein kleiner. Fluss, Bach, wie auch immer. See. Teich. Hier wird es bestimmt auch noch welche geben. Ja, da ist noch einer. Auch Sindelion wird sich freuen. Wir haben schon bald seine Sammlung wieder vollzählig. Alter, wie viel gibt's denn hier an Wasser? Oh, kann sein, dass ich... Doch, hier ist noch einer. Kann auch sein, dass ich gleich irgendwie was übersehe.
Man hört immer ganz leicht irgendwie was. Und dann verschwindet das Geräusch. Hier haben wir nochmal Wasser. Ach ne, das ist das, von wo wir kamen, glaube ich. In die Richtung müssen wir. Oder doch nicht. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Genau, bei Telemann. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Also hier werden wir definitiv keine mehr finden. Keine Nierenwurzel. Vermutlich eher da hinten. Ich speichere das noch einmal, vorsichtshalber. Da haben wir noch einen, nice. Gehört das zum Großen oder ist das ein eigenes? Ich glaube, das hier ist ein eigenes. Feldhaushöhle entdeckt. Glück wird entzogen. Autsch. Erfolg wieder Nierenwurz gesammelt. Springen wir hier nochmal weiter. Wie viel haben wir jetzt an Nierenwurz? 25, 5 Stück noch. Autsch. Okay, hier haben wir noch mal einen. Also nur noch 4. Boah, da, wie viele Nierenwurzel hier sind. Ich feiere das gerade. Da haben wir noch einen. Nur noch 3 brauchen wir. Boah, ich freue mich, sobald wir die vollzählig haben. Dann haben wir die 30, die Dunderion haben will. Und auch noch Wasser hier? Ja.
zwei noch. Eine Nierenwurz noch. Ich glaube, ich habe da eine gesehen, aber was? Hier, da habe ich eine. Wir haben die 30 Nierenwurz. Nice. Wir haben sie. Aber wir... Oder warte. Gehen gerade Westtor. Machen wir eben ganz schnell. Automatisch speichern. Okay, da bin ich froh. Ich hoffe, Synderion ist jetzt nicht am Schlafen. Ich hoffe, er wartet da irgendwo geduldig auf uns. Wo ist... Ach, hier. Bin ich dran vorbeigelaufen? Synderion? Schläft er hier irgendwo? Vier Stunden kommen. Wird schon passen. Synderion! Alter! Hey, schön euch wiederzusehen. Alter Freund, ich hab, wegen dem Elixier der Erforschung... Hier ist euer mittleres Elixier der Erforschung, wie versprochen. Verwendet es gut. Ich habe noch mehr anzubieten, wenn ihr wollt. Und das zu einem fantastischen Preis. Ich habe 30 weitere Nierenwurzel gefunden. Ich sollte zu Synderion nach Skingrad zurückkehren, damit er eine starke Form des Elixiers der Erforschung herstellen kann. Synderion. Hey, schön euch wiederzusehen. Elixier der Erforschung. Ihr seid ein wahrer Meisterforscher. Dass ihr tatsächlich noch 30 Stück aufgetrieben habt, ich bin erstaunt. Ihr werdet sicher schon erraten haben, dass ich noch mehr Nierenwurz brauche, um die große Version des Elixiers der Erforschung herzustellen. 40, um genau 40? Zu sein. Nochmal? Oh, und wie üblich könnt ihr euer kostenloses Elixier in 24 Stunden abholen. Noch einmal 40? Ne, hier war das, Lebensenergie festigen 20 Punkte für 300 Sekunden selbst. Nicht jetzt. Also 100 Nierenwurzel insgesamt. Was ist los? Okay, wir haben aber jetzt soweit alles. Auf zur Kaiserstadt, zur geheimen Universität. Seid gegrüßt, Zauberer. Wie schön, euch zu sehen. Travin? Habt ihr den Blutwurmhelm geborgen? Ja, der Blutwurmhelm ist in meinem Besitz. Irlaf ist tot. Ich habe versucht, ihn zu warnen. Ich versuchte, ihm zu sagen, dass es ein Fehler sei, den Helm mitzunehmen. Ich werde den Helm an einen sicheren Ort im Turm zurückbringen. Das ist das Mindeste, was ich für Irlaf tun kann. Hab Dank. Sonst noch was? Okay, Gerüchte? Alessia Caro besucht regelmäßig ihre Mutter in Koroll. Eine pflichtbewusste Tochter. Und eine ebensolche Frau, habe ich gehört. Wiedersehen. Wiedersehen.
Seid gegrüßt, Zauberer. Polus? Schönen Tag. Wie sieht es mit meinem Fortschritt aus? Ich kann euch wahrhaftig als gleichrangig betrachten. Gleichrangig? Und daher verleihe ich euch den Rang eines Hochmagiers. Hochmagier? Es gibt keinen höheren Rang, den ich euch verleihen könnte. Euch gebühren meine Glückwünsche und mein Dank. Eure Aufträge kommen jetzt direkt von Erzmagier Traven. Sprecht bitte mit ihm, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr tun sollt. Okay, Gerüchte? Der halbe Magierrat trat zurück, als Traven die Position des Erzmagiers übernahm. Schönen Tag. Ebenso. Ihr seid hi. Wie geht es euch? Die Zeit arbeitet gegen uns und unsere Feinde werden immer stärker. Es gibt viel zu tun und uns bleibt wenig Zeit, um es zu schaffen. Eure nächste Aufgabe ist sehr wichtig. Aufgaben? Okay. Uns hat die Nachricht erreicht, dass die Totenbeschwörer fleißig schwarze Seelensteine für ihren Meister angefertigt haben. Ein ganz besonderer schwarzer Seelenstein wurde in den Ruinen von Silorn im Süden von Cyrodiil erschaffen. Dieses Juwel muss erbeutet und hierher gebracht werden, bevor es dem Wurmkönig überbracht und gegen uns eingesetzt werden kann. Warum den Edelstein nicht zerstören? Nein, ich muss den Stein haben. Ich glaube, dass damit unsere Gilde gerettet werden kann. Ich werde es genauer erklären, sobald ihr damit zurück seid. Bis dahin ist jedes weitere Wort überflüssig. Wo habt ihr das gelernt? Ich habe mit mehreren Personen gesprochen, deren Namen ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen kann. Graf Hasseldor hat ebenfalls wertvolle Informationen geliefert, wie ihr ja genau wisst. Hannibal? Wer du bist zu Manimaku übergewechselt? Ein Trupp von Kampfmagiern wurde an den Ort entsandt. Ich möchte, dass ihr für mich ihre Aktionen überwacht. Das Einzige, worauf es ankommt, ist der Seelenstein. Versteht ihr mich? Sobald ihr ihn sichergestellt habt, kehrt unverzüglich hierher zurück. Ihr sollt wissen, dass ihr mein volles Vertrauen habt. Ich würde euch nicht mit dieser Aufgabe betrauen, wenn ich nicht glaubte, dass ihr dazu fähig wäret. Geht jetzt. Auf Wiedersehen. Ich habe so Gefühl, er... Seid gegrüßt. Er ist Hallo, auch Hochmagier. Rübergewechselt. Ich traue ihm gerade nicht. Er wirkt gerade wirklich sehr, einmal sehr misstrauisch. Vor allem, weil ich hatte jetzt die Möglichkeit gehabt zu fragen, warum können wir den nicht einfach zerstören? Und dann sagt er muss ihn haben. Wo muss ich genau hin? In Süden hieß es. Hä? Da, Asilorn? Es ist, ihr seid es, der Held von Quatsch. Ja, ich bin der Held von Quatsch, ja. Warte mal, jetzt ist da grün. Das heißt, die sind unterwegs. Okay, ich würde sagen, wir machen das aber in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus und ciao!